Leibniz, Leibniz. Alles klar, der mit den Keksen. Nicht ganz, der mit den Blättern. Den kenne ich nicht. Ganz normale Blätter von Bäumen. Hatte Leibniz damals als Beispiel, als er mit ein paar Damen über seine Monadenlehre sprach. Welche Blätter und vor allem welche Damen? Die Damen hat er Blätter sammeln geschickt. Zwei genau gleiche. Das war die Aufgabe. Das konnten sie natürlich nicht schaffen. Weil es immer irgendwelche Unterschiede gibt. Mit Keksen hätten sie wahrscheinlich mehr Glück gehabt. Wohl kaum. Zumindest nicht unter der Lupe. Es gibt nie zwei ganz gleiche Dinge auf der Welt. Nicht bei den Keksen und nicht bei den Kekskrümeln. Auch nicht zwei Atome? Du bist auf dem richtigen Weg. Kommen wir zum Kern. Atomkern. Er nennt es Monade. Hat keine Ausdehnung, ist wie ein seelisches Kraftzentrum. Spiegelt sich die ganze Welt darin. Die ganze Welt? Ja, aber jeweils von einer anderen Stelle aus. Drum gleicht keine der anderen. In einem Punkt die ganze Welt. So wie jeder Punkt ja auch alle Strahlen in sich enthält, die durch ihn hindurchlaufen. So wie Kraftlinien. Gratuliere, du hast die Monadenlehre verstanden. Moment mal, kriege ich jetzt einen Keks?